musst gerade freuen. Dieses Video ist eine Videoantwort auf die 100 Abonnenten Challenge von Taro vom Kanal Taro Movies. Er hat uns zur Aufgabe gestellt, macht mit Hilfe der Sonne ein Feuer, ein Solarfeuer. Und ich habe mir da etwas Spezielles einfallen lassen. Leider habe ich im Moment sehr wenig Zeit, um YouTube-Videos zu drehen, beruflich und familiär bedingt. Darum habe ich mich entschlossen, ein Indoor-Video zu drehen, was nicht ganz Bushcraft-like ist, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Noch zwei, drei persönliche Worte. Lieber Taro, mich freut es wahnsinnig, dass ich dich auf YouTube entdeckt habe. Ich finde, du machst wirklich wahnsinnig spannende Videos und die Schweizer Bushcraft-Szene ist so klein, da gibt es 4 oder 5 Leute. Es ist einfach wahnsinnig wertvoll für mich, wenn eine Person dazu stößt mit so viel Know-how und so viel Fachwissen wie du. Und ich freue mich riesig, dich persönlich kennenzulernen. Ich möchte euch heute gerne zeigen, wie ich mit einer IKEA-Schüssel eine Eislinse herstelle. Und dazu fülle ich die Schüssel zu 3/4 mit Wasser und stelle die Schüssel 3 bis 4 Stunden ins Gefrierfach. So gefriert nur die äußerste Schicht des Wassers, also hier und der Deckel quasi. Und in der Mitte ist das Wasser noch flüssig. Wenn ihr die Linse länger im Gefrierfach lässt und das Wasser durch und durch gefriert, dann wird die Linse trüb, weil dann Spannungsrisse entstehen. Klares Eis entsteht nur dann, wenn das Eis von innen nach außen gefriert. Also zum Beispiel bei einem Eiszapfen, der wächst ja von innen nach außen. Wenn etwas von außen nach innen gefriert, da gibt es unweigerlich Spannungsrisse und das Eis wird trüb. Darum lasse ich das Eis nur 3 bis 4 Stunden im Gefrierfach und so bleibt es schön klar.
Schluss noch ein kleiner Nachtrag. Mein letztes Video war meine 1000 Abonnenten Challenge und da habe ich die Aufgabe gestellt, macht irgendein Projekt, ein Outdoor-Projekt mit Kindern und filmt das. Und bis jetzt hat nur der Busch Sunny eine Videoantwort geschickt. Also, bis jetzt habe ich eine Antwort und ja, kann ja sein, dass das an der Aufgabe liegt. Spielt doch keine Rolle, ich brauche nicht jedes Mal 60 Antworten. Aber ja, ich habe mir gedacht, ich verlängere die Laufzeit der Challenge um einen Monat, also bis Ende Juni, bis Ende Juli, bis 31. Juli. Und mal schauen, vielleicht kommen noch 2, 3 Antworten. Würde mich freuen. Ich möchte mich noch bedanken bei Survival Mike, beim Bushcraft-Treffen in Bad Tölz bei Sepp. Hat mir Survival Mike diese tolle Laminat-Mora-Klinge geschenkt. Und diesen fantastischen Rucksack. Und auf diesem Weg möchte ich mich bei dir, Mike, ganz herzlich bedanken für diese tollen Geschenke. Okay, das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.